So, Teil 2, sorry für die Unterbrechung, aber so ist es, wenn bei uns die Post oder irgendein Paketdienst kommt. Also, jetzt geht's weiter. Ihr faltet euch alle Faltlinien. Diese hier wird nach innen gefaltet, die mittlere, weil es ja dann die Tütenform gibt. So. Die Bodenteile nach oben. Hier habe ich einen Bodenteil. So. Dann nehme ich mir mein Klebeband. Casey Otter macht das auch nochmal ein bisschen anders wie ich. Aber sie hat das Teil außen angeklebt, das gefällt mir aber gar nicht. Also ich klebe es innen an. Also einfach Klebeband an die Klebelaschen geben. Einmal. Und das eine Seitenteil auch. So. Dann nehme ich mir jetzt an dem kleinen das Papier weg vom Klebeband, lege mir die Seite ohne Klebeband vor mich und klebe jetzt die Lasche unten vom Boden praktisch, also unten am Boden lege ich es an, weil falls es ein wenig länger sein sollte, was bei mir meistens irgendwie der Fall ist, weil ich irgendwie nie so genau messe. Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Aber diesmal habe ich genau gemessen. Lege ich unten an, weil oben kann ich dann immer mit der Schere noch ein bisschen abschneiden. So. Dann mache ich mir auch hier mein Klebeband weg. Ach, mein Klebeband weg. Nee, das wäre blöd. Mein Papier vom Klebeband. Und fange jetzt wieder unten an, am Boden. Und habe so meine Tüte zusammen. Jetzt mache ich an die, beziehungsweise das hätte ich können vorher schon machen, an die Seitenteile außen, also auf die Papierseite hier außen und an eine Seite innen Klebeband. Das habe ich vergessen, das könnte man vorher machen, dann ist das ein bisschen einfacher. Ich muss jetzt mal ganz kurz aus dem Bild. Weil das geht so dann einfacher für mich und schneller. So. So, jetzt habe ich mir hier Klebeband angebracht. Dann ziehe ich den Papierstreifen gerade wieder ab. So. Und der große auch. Jetzt mache ich mir die Tüte nochmal gerade. Dann habe ich mehr Stand. Klappe mir die Teile hier ein. So. Ich
klappt es hier nach unten und das nach oben. Jetzt muss ich gerade mal, das mache ich am besten, wenn die Tüte aufsteht, dann habe ich unten nochmal so ein bisschen Gegenhalt. So. Jetzt greife ich gerade in die Tüte rein und drücke mir das Ganze ein bisschen an. So. Dann lege ich mir meine Tüte hin. Und drücke mir die oben, dass die oben so passt. Drücke mir die ein bisschen zusammen. Und gehe jetzt ganz vorsichtig nach unten. So. Schön langsam und vorsichtig. Und dann gehe ich mit dem Finger hier rein. Und falte mir die Tüte so nach oben. Und dann gehe ich mit meinem Falzbein nochmal schön über die Tüte drüber. Und fertig ist meine Paperback-Tüte. So, entschuldigt nochmal für die Störung meiner Hunde. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!